Willkommen zurück zu The Evil Within. Wieder mal hier in einer Runde. Ich bin jetzt schon gespannt auf eure Kommentare, die ich leider erst im Nachhinein lesen kann. Aber... komm. Sebastian, sie sind über uns. Das schaffen wir, das schaffen wir. Deckung, sie schießen. Schön. Auf wen hast du gerade geschossen? Auf mich oder was war das? Ich glaube, das war entweder eine Granate, die geschossen wurde und ich habe sie gerade nicht hinter mich fliegen sehen oder er hat mich erschossen, aber es geht eigentlich, glaube ich, gar nicht. Das wird Das wird auch nicht härter als vorher, mein Lieber. Das wird schon. Guck mit dieser Musik noch immer, ey. Sebastian, sie sind über uns. Ja. Bin da. Schieß mich bitte nicht. Deckung, sie schießen. Ja, mach was. Ey. Nicht dein Ernst. Alle. Erschieß die bitte mal für mich. Oder, ja doch, komm, lauf mal. Das war jetzt blöd. Ich stehe hier so ein bisschen doof gerade. Das wird hart. Komm schon! Ja, wunderbar. Falls sie doch noch leben. Und er lebt noch. Also weg mit ihm. Mal eine Spritze, die wir schon längst hätten nehmen sollen. Wir müssen ihm vor allem auch mal helfen. Sehr schön. Achtung, die haben Dynamit. Da kommt schon wieder einer. Geh mir bloß weg. Mit deiner Granate. Okay. Kurz abwarten, dann geht's ja. Lebt er noch? Nee, der ist wahrscheinlich auch draufgegangen. Okay. Lampe an. Seht ihr nichts? Und ich auch irgendwie gerade nicht so wirklich. War hier nicht noch was? Habe ich das jetzt schon? Ich glaube, ich muss ihm vor allem mal helfen. Aber wie kann ich... warum kann ich die nicht erstellen? Das nervt mich gerade. Dass ich hier nichts erstellen kann. Ist alles alle irgendwie. Dann bleibt mir eigentlich nur. Es kommen noch mehr. Nur noch Muni einsammeln. Spiel nicht den Helden. Zurück. Nein! Fuck it! Komm schon! Ich hab keine Muni, was soll ich machen? Wehr dich, geh weg da oder tu was! Komm schon! Ja, ein Kopfschuss wäre vielleicht auch mal schön. Super. Hat wieder nicht geklappt. Nein, lass mich. Lass mich. Ich brauche eine Axt. Da war doch immer eine. Jetzt kommen sie wieder alle hinter mir her, ne? Ja, Junge. Ich kann noch nichts machen. Ich bin hier schon dabei. Ja, ihr lauft alle hinter mir her. Ist schön.
Da. Ja, geh doch mal da durch. Echt, bevor er wieder aufsteht. Okay, den haben wir. Da kommen die nächsten. Ja. Komm schon! Nein, 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 nein! Nein! Geh weg mit deinem Kack! Sehr schön. Haben wir alle? Kidman, oh Gott. Hilfe. Ist das Glibber noch einsammeln? Verdammt! Das war knapp. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Was kann man hier machen? Das solltest du dir mal ansehen. Was denn? Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienung okay. geben. Oh Gott. Die Zeit läuft ja. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Scheiße. Oh. Ja, nimmst du das mal mit, bitte? Echt, wie lang oft soll ich denn noch hier? Nimm mal die blöde Spritze. Und dann nimm die mal nochmal. Es muss noch ein Feld geben. Uns geht's gar nicht gut. Nimm alles mit, was du noch kriegen kannst. So, wir haben, falls wir kämpfen müssen, wieder gar nichts. Ja, ich bin dabei, bin dabei. Ich mal Licht anmachen, genau. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Explodier! Komm! Sehr schön. Oh, Scheiße. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Was soll ich machen? Oh, oh, die kommen hier alle, glaube ich. Oh, oh. Munition alle. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Es muss noch geh weg da. Du lebst ja noch. Toller Typ. Was mache ich jetzt hier? Es muss noch ein Bedienfeld geben. Er lebt noch, aber ganz, ganz knapp nur. Und ich weiß nicht, ob wo ich dann alles nochmal machen muss. Scheiße. Oh, ich habe auch gar nichts mehr, ne? Irgendwie. Bin so am Arsch hier im Moment. Oh, ich habe noch eine Granate. Die hätte ich auch noch gut verwenden können. Oh, ich hab nichts, nichts, nichts. Ich hab nur einen blöden Schockbolzen noch hier, oder was? Schau aufs Bedienfeld. Ja? Das da? Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere 22 auf 5. 22 und 5, okay. 22. 22 oben und 5 unten. Hab's. Sehr gut. Bist du okay? Joseph Kidman. Was war das? Was ist hier los? Muss ich jetzt den gruseligen Weg zurück oder kann ich einfach springen? Ich springe einfach. Ich möchte da nicht wieder hin. Haltet ja, auf, ja, ich aber erstmal, bevor, ne? Bevor wir kommen, gucken wir erstmal, ob wir noch was finden können, weil in der ganzen Hektik und da ich öfters ja gestorben bin, kann ich ja sicherlich doch noch was finden. Versehen habe.
Oh, die Axt, die könnte auch hilfreich sein. Da hätte man sich auch sogar verstecken können, den Tischen. Nee, darf ich nicht schon wieder hin. Das war nicht so schön da. Hier ist noch was. Was ich nicht mitgenommen habe das letzte Mal. Da ist nichts mehr. Okay. Habe ich jetzt alles mitgenommen, was man mitnehmen kann? Ja, jetzt war ich hier auch schon mehrmals. Och Mann. Oben vielleicht nochmal gucken. In den Räumen. Man weiß ja nie. Ich hatte ja hier oben auch wenig Zeit. Oh, Leute, echt. Was heißt hier voll? Was ist das? Ach, so eine Axt, ja. Die finde ich übrigens sehr praktisch, wenn es wirklich, wenn die so nahe einem kommen. Da finde ich die anderen Sachen irgendwie nicht so toll. Wenn ich da mit der Pistole irgendwie loslegt, das hat mir jetzt nicht unbedingt geholfen. Aber was kann ich jetzt hier unten machen mit denen, echt? Da willst du runterspringen? Ernsthaft? Ja, okay, dann tschüss. Ein Kontrollpunkt. Wie nett. Jetzt kann ich mich... Wo sind die hin? Ja, anstatt dass die hier einfach mal warten. Aber das bildet er sich doch am Ende eh alles ein, oder? Das kann doch nicht sein Ernst sein hier. Die Welt, die gibt's doch gar nicht oder sowas. Das erinnert mich so an Tomb Raider, wenn er sich hier so durchzwängt. Das macht die Lara ja auch immer. Bei diesen Geschichten. Oh, nö. Ja, meine Gesundheit ist nicht so tolle. Das hat nicht geholfen. Munition alle? Ja, das war's dann mit mir, glaube ich. Die Granate hätte nicht ganz so weit vielleicht geworfen werden sollen. Dann, ja. Das werde ich jetzt gleich mal tun. Die Granate noch werfen. Aber die Axt nimmt er dann immer nicht mit. Das ist halt das, was ich schade finde, dass er die Axt fallen lässt. Wieso kann man die nicht als Waffe einfach mit sich schleppen? So eine Armbrust, die trägt er doch auch einfach mit sich rum. Wieso dann nicht noch eine Axt irgendwo hinklemmen in Gürtel? Das verstehe ich halt nicht. Da kommen sie schon. Es war zu weit wieder, ne? Oh ne, der hat noch gelebt. Ja, sicher ist sicher. Ich sag's ja immer wieder. Oh, da kriegen wir sogar eine Spritze mal. Das ist ja toll. Abgefahren. Ja, es ist unheimlich hier, wenn ich das mal so sagen darf. Die Axt behältst du schön in der Hand, mein Freund. Super gut ausgestattet sind wir nämlich immer nicht. Wenn ich das mal so verschleuder. So, wo wollten wir lang? Da lang, ne? Nee. Joseph! Nö. Ich kann ja auch gar nichts, ne? Ich sag's immer wieder, aber... Oh doch, ich konnte was erstellen. Das ist schön. Ein Schockbolzen. Das ist ja schon mal was. Ja, nee. Die lasse ich lieber dann an Ort und Stelle fallen. Oh Gott. Geht's hier tief runter? Was mache ich denn hier? Runterspringen? Muss ich? Was ist hier unten? Ih, jetzt geht das wieder los. Das Gesumpfe hier durchs Blut. Kidman, wo bist du? Ist das ekelhaft. Magst du da vielleicht auch mal rauskommen, oder? Nicht so Bock. Da ist noch was. Oh Gott, ich dachte gerade, da steht einer. Was ist hier noch? Da ist doch noch was. War das etwa Muni? Ich habe Muni gehört. Warte, ich werf mal kurz die Axt hin.
Okay, es war so eine Muni. Ja, okay. Alles klar. Prima. Kontrollpunkt. Oh oh. Boah, was ist hier denn passiert? Scheiße. Ey, die ganzen Leichen. Ekelhaft. Ich habe Teile bekommen. Ich kann was erstellen. Okay. Jetzt wieder nicht mehr. Was habe ich erstellt? Zwei davon, so Blendbolzen sind das, glaube ich. Behalt die Axt trotzdem in der Hand. Willst du da echt jetzt wieder runter? Ja, müssen wir wohl, wa? Halt durch! Was ist los hier jetzt? Oh oh, lauf mal. Sebastian! Mach den mal fertig hier. Okay. Schön. Alles okay bei euch? Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut. Freut mich. Kannst du den hier wieder mitnehmen? Gut. Puh, ja, das, sind meine neuen Freunde. Wenn du nicht gekommen wärst. Und was ist mit dir? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Okay. Geh los. Oh Gott, sie will da jetzt einfach mal durchschlüpfen. Und wenn ihr das nicht mehr halten könnt, ist sie da drüben allein und wir können sie wieder retten. Ja, es war so klar. Eine alleine kannst du nicht anheben. Und vor allem lassen sie dann sie zuerst durch. Echt, das ist... Er ist geheilt, ne? Ich glaube, dem geht's eh gut. Ach so, sie hilft uns jetzt. Ach, das war ja easy. Sehen wir. Ach so, und vielleicht sollte ich mal wieder die Lampe anmachen, sorry. Vergesst das immer. Da bin ich ja durchgekommen. War hier nicht noch was, was ich nicht eingesammelt habe, weil hier noch eine Leiche lag. Okay, dann hoffe ich, dass ich alles mitgenommen habe. Ja, ganz ruhig mal sprinten. Tschups. Da war noch was. Meine Axt. Meine wichtige Axt. Sind die jetzt schon wieder weg? Könnt ihr mal auf mich warten? Echt jetzt mal. Tolle Freundesgruppe. Keine Ahnung, was hier los ist, echt. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Eine dieser Türen. Ach, wenigstens bin ich mit Axt gefallen. Und ich höre wieder unseren Raum mit der melodischen, schönen Musik. Und ich höre auch schon wieder Monster. Ey. Natürlich will ich erstmal in den Raum. Hier sind auch wieder blutige Spuren. Ich gehe erstmal in den Raum, echt. Wenn alle Stricke reißen. Erstmal nach da drüben gehen und wir haben wieder einen Tagebucheintrag. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos und Detective Myra Hansen würden sich selber deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr in The Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Okay. Der hat also geheiratet. Aua.
Es ist, als ob einem die Glassplitter selber ins Auge fliegen würden, während der da zerbricht. Ich wette, dieses Lied lief irgendwie bei seiner Hochzeit oder so. Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Nee. Hier haben wir wieder ein Missing. Fernando, vermisst. Fernando Cabrera oder Cabrera, ein Psychiatriepatient, der aus der Bacon Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Oh. Was hat er denn? Weiß man das? Gemeindemitglied gefunden. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigung. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Beken-Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Ja, klar war das ein Scheiß-Kult. Ich habe schon wieder keinen Schlüssel. Bin da nicht so fit anscheinend drinne. Schlüssel und so. Man schafft's ja auch irgendwie ohne. 2100 von diesem Glibberzeug. Da würde ich doch gerne mal irgendwas für die Qualengeschichten machen. Harpune oder Blende? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist mir Schock das Wichtigste. Aber Blende. Wir nehmen mal Blende. Ja, doch. Die sind auch nicht schlecht in so Situationen, habe ich gerade jetzt so in den letzten Parts bemerkt. Blendbolzen sind gut abgelenkt, dann kann man wieder mit Streichholz gut ran. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mit 100 Glibber kann ich nichts mehr anfangen, ne? Ich nenne das immer Glibber. Das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Ja, das ist Kopfschmerzen, ne? Das ist voll anstrengend, ey, diese Scheißtherapie. Ich bin froh, dass ich das, was ich alles zuletzt geschafft habe, geschafft habe. Und würde sagen, ich speichere an der Stelle mal. Das darfst du gerne annehmen. Und damit ist das erstmal wieder gesichert. Die inneren Tiefen. Ich bin mir fast sicher, dass es schon wieder demnächst endet, das Kapitel. Und ja, wenn ich ehrlich bin, also so Sachen, wo ich so vor irgendwas weglaufen muss und gar nicht weiß, wohin und überhaupt und schnell noch was einsammeln, mache ich weniger gerne als so eine Massenhorde, die auf mich zuläuft. Nee, also jetzt nicht, auch das mag ich überhaupt nicht gerne, wenn so ganz viele auf einmal auf mich zulaufen in so einem engen Schacht. Gut, da kann man auch mal eine Granate werfen, das klappt dann ganz gut. Aber so wie jetzt, wo man auch irgendwo ein bisschen Zeit hatte zuletzt, ne, als die oben und oh nein, die werfen jetzt aber gleich Granaten und so, da hatte man ja doch noch genug Zeit, irgendwie Sachen einzusammeln und dann wieder oben langlaufen und dann wieder runterspringen, das geht ja noch. Schlimm sind halt für mich immer Sachen, die so ganz hektisch sind, wo man gar nicht weiß, oh Gott, wie schnell und überhaupt. Damit muss man sich so jeden einzelnen Schritt auswendig lernen, damit der dann irgendwann reibungslos läuft, so kommt es mir vor. Das ging bisher ganz gut, auch wenn ich gestorben bin. Ja, es läuft doch. Also ich komme voran und denke jedes Mal, ich habe gar keine Munition mehr, ich habe gar nichts, wie soll ich das schaffen? Und dann finde ich doch noch was so im letzten Augenblick, es geht. Es noch geht's. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft, habe aber auch weiterhin echt ein bisschen Angst. Vor allem, wie gesagt, diese The Ring-Tussi und ja, wie gesagt, wenn die dann auf einmal so alle aufstehen und man gar nicht weiß, wie viele Gegner man jetzt überhaupt bewältigen muss. Ja, das ist auch nicht so einfach. Aber zugegebenermaßen, das Spiel ist super mega spannend und es freut mich auch total, dass es bei euch gut ankommt, dass ich das spiele. Ja, wir schaffen das. Bis dann.